Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Ihr spielt den Rhythmus immer mal wieder falsch und wisst aber nicht genau, woran es liegt. Wie ihr diesem Problem auf die Schliche kommen könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu besserem und schönerem Blockflötenspiel. Da wollen wir heute mal schauen, wie ihr dem ein bisschen auf die Pelle rücken könnt, dieses Problem vielleicht knacken könnt. Bevor wir jetzt zum Kern des Problems vorstoßen, möchte ich euch nochmal daran erinnern, wenn ihr möchtet, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn wieder ein Blockflötenvideo von mir herauskommt. Was ist jetzt also der Kern des Problems? Ihr wisst oder ahnt zumindest, irgendwie stimmt der Rhythmus hier nicht. Ihr kennt auch die Notenwerte und ihr kennt die Taktarten, aber irgendwas stimmt nicht und ihr wisst nicht genau was. Ihr spielt den Rhythmus vielleicht so ein bisschen nach Gefühl und manchmal klappt das und manchmal nicht. Vor allem, wenn es zum Beispiel im Blockflötenensemble um das Zählen auf Halbe geht, dann ist es besonders schwierig für viele. Es macht auch nur kurzzeitig Sinn, dass jemand, also eure Lehrerin, euer Lehrer oder ein Ensemblemitglied euch den Rhythmus vorspielt oder ihr euch Aufnahmen anhört mit dem richtigen Rhythmus. Das hilft nur kurzfristig oder oberflächlich, weil wenn dann wieder ein neuer Rhythmus auftaucht, habt ihr das gleiche Problem. Und jetzt hört euch erstmal diese drei kurzen Passagen an und achtet mal auf den Rhythmus. Ja, da war jetzt einiges falsch im Rhythmus, wie ich euch das vorgespielt habe. Die richtigen Versionen müssten so lauten. Aber was war an diesen drei Passagen falsch? Darauf werden wir gleich noch näher eingehen. Ganz kurz gesagt lautet der Kern der Lösung: Ihr müsst wissen, in welchen Notenwerten ihr zählt, also was die Grundschläge sind und wo sich die Zählzeiten befinden. Also das klingt jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht. Also erstmal, was sind denn die Zählzeiten? Dann nehmen wir mal wieder das Beispiel vom Anfang, was ich euch da falsch vorgespielt habe. Da haben wir einen Viervierteltakt. Ein Viervierteltakt, das heißt, wir müssen in Viertelnoten denken und also in Viertelnoten zählen. Das sind unsere Grundschläge. Und an die müssen wir uns halten. Also nicht an die Achtel oder die Sechzehntel. Das ist wie beim Messen, nehme ich mir vor, ich möchte was in Metern messen oder in Zentimetern oder Dezimeter, Millimeter. Also die Viertel sind hier unsere Maßeinheit und dann haben wir natürlich, deshalb heißt es ja Viervierteltakt, vier solche Viertelgrundschläge im Takt. Die sind immer 1, 2, 3, 4 und dann ganz unabhängig davon, ob ich jetzt da Sechzehntel drauf spiele oder Achtel oder eine Überbindung noch, einen ganz komplizierten Rhythmus. Die Grundschläge, die müsst ihr eigentlich wissen, wo die sind. Also die Uhr mit den Viertelschlägen tickt sozusagen im Hintergrund weiter. Und da kann es sehr hilfreich sein, wenn ihr euch mal markiert, wo sind denn die Zählzeiten. Ich habe euch das mal vereinfacht dargestellt. Wenn ich im Viervierteltakt einfach vier Viertelnoten habe, hat natürlich, und dafür sind die kleinen Pfeile, ist jede Note auch auf einer Zählzeit. Wenn ich jetzt lauter Achtelnoten zum Beispiel habe, wie im nächsten Takt, dann habe ich die Zählzeiten immer nur da, wo die Pfeile sind, da, wo unterschwellig
die Viertel mitticken würden. Man kann das auch mit einem Metronom machen, aber ich würde es erstmal so versuchen zu verstehen und sich zu verinnerlichen. Wenn ihr jetzt das Metronom zuschaltet, das kann funktionieren, das kann euch aber auch so ablenken, dass ihr versucht, genau mit dem Metronom irgendwie zusammen zu sein. Und nach meiner Erfahrung ist das dann schon wieder zu viel Druck und zu viel, was man gleichzeitig beachtet. Also ihr müsst es euch einfach einmal richtig klar machen. Wenn ich jetzt wie im dritten Takt lauter Sechzehntel habe, ist immer nur auf der ersten von jeder Sechzehntel unten drunter mein Viertelschlag, ja, meine Viertel, der Strich auf dem Zentimetermaß quasi, ja, immer da ist ein Meter, da ist ein Meter, da ist ein Meter, dazwischen sind ganz viele Millimeter, das sind nur so Sechzehntel oder Achtelnoten, das interessiert uns nicht, wir wollen wissen, wo sind die Grundschläge. So, und wenn wir das auf das erste Beispiel anwenden, dann seht ihr an den Pfeilen, wo sind die Grundschläge. Und dann seht ihr jetzt auch, dass in diesem ersten Beispiel, da habt ihr ja im ersten Takt eine punktierte Note, die hat tatsächlich die dritte Zählzeit unterschwellig unter sich und hier mit dem Pfeil markiert. Und die vierte Zählzeit steckt da auch noch zur Hälfte drin, weil die beginnt schon, die vierte Zählzeit beginnt schon, bevor die fünfte Zählzeit kommt. Und das ist halt so eine typische Stelle, deshalb habe ich am Anfang das extra falsch gespielt, wo man einfach irgendwie nach Gefühl eine punktierte Note spielt und die dann so ausfällt, wie in meinem falsch gespielten Beispiel. Aber dann viel zu schnell ist die punktierte Note. Und die Note danach ist dann eigentlich eine Sechzehntel geworden, ohne dass ihr es gemerkt habt, anstatt einer Achtel. Stattdessen muss man den dritten Schlag, der beginnt gleichzeitig mit dem punktierten E, und den vierten Schlag muss man einfach noch abwarten und danach kommt erst die Achtelnote und dann klingt das so. Und dieses Prinzip, dass ihr wissen müsst, wo sind eure Schläge, das müsst ihr eben verstehen. Und da würde ich euch raten, ganz oft ganz viele solcher Striche oder Pfeile reinzumalen, euch erstmal klar zu machen, nachzudenken, wo sind denn hier die Schläge im Takt und ob das jetzt ein Vierteltakt, ein Vierviertel, Dreiviertel oder was auch immer oder ein Sechsachteltakt beispielsweise, da sind dann die Achtel eure Grundschläge. Ihr müsst immer wissen, wo tickt unterschwellig meine Zählzeit mit. Und dann seht ihr in Beispiel 2, da habe ich auch die Pfeile markiert. Und da seht ihr jetzt, oder hört es euch vielleicht mal an, ich spiele nochmal die falsche Version dazu. Und wie ihr jetzt unschwer erkennen konntet, hoffentlich, habe ich jetzt den zwei Achtelnoten Fis und D einfach jeden eine Zählzeit gegeben. Ich habe also die eigentlich viel zu langsam gespielt, denn das Fis und das D sind gemeinsam auf der dritten Zählzeit und auf der vierten kommt schon dieses G, was dann übergebunden wird. Und das heißt, in meinem falsch gespielten Beispiel war ich da zu langsam. Ja, und im dritten Beispiel, da habe ich euch auch die Pfeile schön reingemalt und die zwei roten Pfeile, die besagen eben, hier gibt es erstens mal eine Zählzeit, die ich nicht hören kann, weil das E übergebunden ist vom Takt davor. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall lang genug sein, da muss ich zwei Schläge bei dem E denken. Und dann ist es oft so, an so einer Stelle machen viele den Fehler, weil sie eh schon so lange warten mussten und dann spielen sie den Ton danach automatisch irgendwie schnell. Dabei hat das Dis, deshalb ist da auch ein roter Pfeil, seine ganz eigene, ganze zweite Zählzeit und erst auf die dritte Zählzeit kommt das E. Und wenn ihr euch das jetzt nochmal anhört, wie ich es falsch gespielt habe, da war ich viel zu schnell beim Dis. Und richtig müsste es dann so klingen. Was
ich euch jetzt empfehlen würde, abgesehen davon, dass ihr euch in euer konkretes Stück mal diese Zählzeiten markiert, dass ihr einfach mal selbst komponiert. Ihr nehmt euch Noten, ihr malt euch erst die Pfeile hin für die Zählzeiten. Also ihr entscheidet, ich nehme jetzt einen Viervierteltakt oder ich nehme einen Sechsachteltakt. Also zum Beispiel im Sechsachteltakt brauche ich sechs Pfeile. Und dann malt ihr darunter irgendwelche Noten, irgendwelche Rhythmen. Nehmt vielleicht nur ein und dieselbe Note. Und dann schreibt ihr zum Beispiel eine Viertelnote auf einen Viertelschlag. Dann schreibt ihr mal zwei Achtel auf einen Viertelschlag. Dann schreibt ihr vielleicht die nächste Note und macht eine Überbindung. Also seid mal kreativ und macht es mal andersherum, dass ihr eben nicht eure Noten nehmt und die versucht zu verstehen, sondern seid mal selbst Komponist und geht aus von den Zählzeiten und dann schreibt ihr da was, was immer so ein bisschen komplizierter werden kann und ihr werdet sehen, ihr bekommt immer mehr Sicherheit und seht dann, dass Rhythmus nicht kompliziert ist. Man muss nur einmal dieses Prinzip richtig gut verinnerlicht haben. Und dann wiederum, und es klingt jetzt paradox, könnt ihr wieder viel mehr nach Gefühl spielen, weil man natürlich nie beim Spielen, egal ob als Profi oder als Hobbyspieler, immer zählt und immer bewusst denkt, jetzt ist hier die dritte Zählzeit und hier die vierte. Es ist immer ein Mix aus nach Gefühl spielen, aber natürlich nur, das macht nur Sinn, wenn man rhythmische Stabilität schon gewonnen hat und auch an manchen Stellen ja, bewusst aufpassen, weil da komplizierte Rhythmen sind und man sehr gut zählen muss. Aber dann hört es eben auf, dass ihr vielleicht so nur nach Gefühl spielt und mal klappt es und mal nicht und ihr wisst eigentlich nicht so genau, was Sache ist. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen zum Kern des Problems bringen und dazu anregen, dass ihr der Sache mal auf den Grund geht. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und wie immer, schreibt mir bitte in die Kommentare hier drunter, ob ihr damit zurechtkommt mit diesem Video, ob ihr andere Ideen dazu habt, wie ihr zurechtkommt mit euren Rhythmen oder Fragen. Ich freue mich über jeden Kommentar und bedanke mich fürs Zuhören. Sage bis nächsten Freitag. Tschüss.